Ja, klar, Kenny, ist das bei dir nochmal eine 2 Hausnummern höher? Wie bei mir, ist richtig, aber ich meine jetzt nur. Wie zum Beispiel, wieso macht das nicht ein Orthopäde? Wieso untersucht das nicht ein Orthopäde? Oder normales Röntgen unter Dingsbums da, was bei dir in der Umgebung ist, sage ich jetzt mal so. Und die kommunizieren ja sowieso untereinander mit Fax und hast du nicht gesehen. Zum Beispiel, dass sie dich röntgen und das dann halt zum Beispiel, in dem Fall jetzt zum Beispiel nach Hamburg zum Hauptarzt und der dann halt dann die Gespräche macht oder so, wisst ihr? Ich habe beim M5. Wir haben nicht viel Zeit, gell? Ja. Was sind hier für ein Support ist? Okay. Ja, aber gut, ich kenne den Werdegang jetzt so in der Hinsicht nicht, deswegen frage ich ja einfach, weil es mich halt interessiert. Hallo, spring doch mal hier hoch. Mit dir los. Ich hätte gerade irgendwie so technische Schwierigkeiten, weil ich hier so ein Vieh auf meinem Fernseher sitzen hatte. Da bin ich gerade Okay. dezent irgendwie zwischen Mauer und Pfosten quer hängen geblieben. Kam ich gerade nicht wieder raus. Oh, auf zwei Rädern gefahren. Geil. Haben wir das nicht gestern auch schon gemacht? Wirklich nicht hochspringen oder was? Ja, die Mission kannst du immer täglich immer noch mal wiederholen, aber da wir jetzt gerade sowieso nichts anderes machen können, sprich was lobbymäßig Hallo? jetzt betrifft, naja, können wir halt nur diese Mission immer wieder starten und es gibt halt immer wieder Kohle, aber halt bringt uns halt auch Erfahrungen und Pipapo alles mit, sprich Lebensbalken geht höher, Was ist jetzt los? Fahrerskills geht hoch und sowas. Ich muss halt noch überlegen, was ich mir halt als nächstes jetzt kaufe, was halt jetzt wieder Kohle einscheffelt. Ein Bunker ist ja noch bei 1 Million. Bis ich da bin, ist ja Weihnachten, ey. So, ich muss mal wieder. Ey, ich muss mal wieder meine Munition auffüllen. Ich habe fast keine mehr hier. Wo ist denn hier der scheiß Eingang? Was, da sollen sogar die Scheichs hingehen ins Krankenhaus, weil das halt das Beste in der ganzen Welt sein soll. Okay. Ja, aber guck mal, du wohnst doch in einer ganz anderen Ecke. Wieso kriegst du so eine enorme Überweisung oder dass die sagen, okay, gehen Sie bitte dahin? Jeder andere Arzt, also es muss ja schon ein Arzt sein, der da irgendwie, die halt wirklich schon, ne? Das ist halt das, was ich halt so ein bisschen
ich frage halt, wie die das Ganze halt da machen. Wenn ich jetzt, wie gesagt, klar. Ja, Hector, ein Schwein. Na, egal. Und auch, ist irgendwie komisch. Aber es ist gut. Wenn die dir auf jeden Fall helfen und das die besten Ärzte sind auf jeden Fall, dann sei auf jeden Fall gut, weil das ist ja dann eine komplett bessere Lösung für dich. Na, du weißt auf jeden Fall, wenn da irgendeine Scheiße passiert oder so, ist auf jeden Fall das besser. Also, für dich. Och Mann! Weißt du, dass da nichts irgendwas passiert oder sonst was. Ja. Und das ist natürlich für dich auch so besser, weil du dann ja, halt im besten Händen bist und kannst ein bisschen beruhigter sein, als wenn du dann irgendwie bei irgendeinem 0815 Arzt bist, sozusagen. Ne? Ich sehe jetzt mit das Thema mit meiner Kleinen hier, ja, wo der Arzt einfach alles aufschreibt, was nicht bei drei weg ist. Und jedes Kind hat da dann dieselbe Diagnose. Naja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, meiner Meinung nach. Doch mal. So. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin gerade gestorben. Schon wieder. Ja, weil einer sich im Bad versteckt hat. Ah ja. Und auf mich geballert hat. Ich habe erstmal eine gewischt bekommen. Hä? Gewischt? Pass auf, komm her. Ja? Okay, das hat jetzt funktioniert. Das wechselt immer mal zwischendurch hin und her. Gerade eben habe ich wie so einen Elektroschock bekommen. Okay. Ich habe ja gerade gesehen, er hat eine Maske offen gehabt, so also eine Panzermaske auf dem Gesicht. Da hinten qualmt was. Das heißt, nicht immer eine Zigarette anmachen. Verlasse das Haus. Und toll, ist gut, ich wieder drin bin. Also aber alleine der Weg dahin wird für mich anstrengender, als wenn ich dort bin, wegen Psyche und so. Wir müssen Zug fahren, umsteigen, 5 Stunden fahren fast. Aua. Ja, deswegen verstehe ich ja nicht, warum die dich da extra nach Hamburg dann schicken, wenn du halt zum Beispiel bei dir in der Nähe vielleicht irgendwo was haben solltest. Gerade, ich meine, gut, du warst jetzt auch eine ganze Ecke, ne? Ich meine, ne? Das ist natürlich auch verständlich, aber er macht ja zwischendurch Pausen und du bist ja nicht alleine. Deine Mutsch ist ja dann sicherlich auch dabei. Man wird auch sicherlich dabei sein. Ne, die wird dich da tatkräftig wieder unterstützen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und das ist schon ein Ding da meistern. Gas ist natürlich nicht einfach, kann ich mir natürlich vorstellen hier. Aber naja, was willst du machen, ne? Oder wolltest du es fahren? Nee, ganz ruhig. Jetzt ist die Karre zugeschlossen. Leck mich doch am Fahrrad, ey. Was explodiert denn hier an dauernden Sachen, Mann? Ja, weil hier so ein paar Autos waren da gerade. Hier, nimm doch meine Kiste hier. Wo steht denn meine Kiste hier? Hier, geht nimm doch. Hier, links neben mir. Wo denn? Na hier, wo steht? Da steht doch nur ein rotes Cabrio. Ich hab doch ein eigenes Auto. Oh. Hat sich den Knöchel gebrochen. Auf jeden Fall von mir eine gute Besserung. Na kommst du? Naja, ich wusste nicht, ob du schon ein Auto hast. Auf jeden Fall schon eine gute Besserung, auf jeden Fall. Wenn sie sich, oh, wie hat sie sich denn den Knöchel da gebrochen? Nee, verstauchen. Ja, was hast du geschrieben? Gebrochen. Knöchel gebrochen. Wie geht das denn? Trotzdem da eine gute Besserung, gute Genesung auf jeden Fall. Ne? Ich meine, ist ja auch nicht so lustig da auf jeden Fall sowas. Und, ja. Oh, ja, Arschlöcher!
Den geht auf jeden Fall übelst geil ab, Alter, hier das Moped. Autsch! Jetzt so ab, dass ich auch eine ordentliche Bottlebar mache. Oft genug umgeknickt. Naja, dann kannst du nur eins machen, wenn sie oft umknickt, kühlen. Ganz viel kühlen und Salbe drauf machen. Ja. Na gut, Salbe ist jetzt wieder so eine Sache, welche, ne? Da gibt es ja hier so verschiedene gegen Schwellung und so ein Blödsinn. Kannst du dahin dann sich nur drauf machen. Aber lustig ist es auf jeden Fall nicht, ne? Nee, umknicken nur ist scheiße. Ich kenne das auch. Ich brauche nur mal über einen leichten Stein scheiße auftreten, knicke ich um. Ja, ich das hab meistens, ist so scheiße meistens. Ich habe das bei Schuhen manchmal, oder wenn ich irgendwie dann so eine dünne Sohle habe, dann kann ich manchmal auch gar nicht mehr schlatschen. Was ist das so? Oh! Sag mal! Warum bremst du? Weil ich hier rechts abbiegen muss! Mensch. Ich war tot hier. Halt hier lang. Na, jetzt fahr doch! Ja, das Navi hat mich gerade umgeschickt. Was? Ja, sie hat auch so Psychotherapie bekommen und alles. Aua. Ich bei mir merke das zum Beispiel auch. Ich laufe die Schuhe schief ab. Oder schief ab? Ja. Okay. Na, das stelle ich immer wieder bei meiner Kleinen jetzt fest. Wenn die Schuhe irgendwie hat und so, ist immer die Ferse hinten abgelatscht und immer auf einer, also in der Fußinnenseite zu einer Seite so schief. Okay. Wollte ich auch noch mit dem Arzt drüber sprechen, aber mit der wäre ich wahrscheinlich, das wäre ich wahrscheinlich wohl sein lassen mit der. Dann mach ich das lieber bei der, wo ich morgen hin muss. Da werde ich sowieso erstmal morgen 10.000 Fragen stellen, weil es mir alles ja so aufgefällt ist. Weil wenn dann ich schon immer eine andere Meinung mir einhole, dann mache ich das richtig und dann aber auch richtig. Und dann will ich alles untersuchen. Nicht nur Blutergebnisse, dann kriegst du nur eine lumpische E-Mail, alles in Ordnung. Ja, toll, das kann sie sich an die Arschbacke knallen, die blöde Ärztin, ja, echt. Ja, kann sein, dass du dann auch nach Suhl musst und sowas, gell? Inwiefern? Weil die schicken dich, die schickt dich richtig überall hin. Naja, nach Suhl müsste ich theoretischerweise sowieso schon. Aber ob ich das mache. Scheiße, ob ich das mache, weiß ich nicht. Was meinst du das mit dem Geist? Hä? Suhl ist nichts Verkehrtes. Nee, es geht ja darum, dass ich ja da so ein paar Sachen klären muss, was das wegen der scheiß Vollförderung da ist. Aber ich weiß, dass die da zusammenhängen und alles und das geht mir auf den Sack. Aber das muss ich jetzt hier nicht weiter wegen Stream. Muss ich jetzt hier nicht erzählen wegen Stream. Mir geht ja auch kein weiter was an. Ich bin eine andere Meinung wieder wie die scheiß Frühförderung. Und da sollen halt einfach nur so ein paar Tests halt gemacht werden. So, aber, naja. Deswegen will ich ja zu einem normalen Arzt gehen, um mir das halt anderweitig nochmal sagen zu lassen. Weil ich weiß, dass die zusammenhängen. Und wenn die da irgendwas protokollieren wollen, dann protokollieren die das, was die wollen und nicht, was wirklich eine Tatsache ist. Und dafür hab ich keinen Bock. Ich möchte nicht irgendwelchen Erscheinungsbild haben, was nicht ist. Wo sind denn die anderen Eierköppe hier? Ja, weiß ich nicht. Die sind hier irgendwo hier abgebildet, wo ich gerade bin. Ja, ich will hier sehr noch jemand, ne? Weißt, meine Mutti ist jetzt schon 6 Wochen Hema. Wird auch noch eine ganze Weile nichts zu tun haben mit dem Fuß. Ist halt eine lang schwierige Sache. Ja, das stimmt. Aber wenn sie Langeweile hat, soll sie sich doch meine Videos angucken. Da hat sie genug zu gucken. Da geht was da rein. Oder musst du die Audios noch zerstören mit dem Moped? Das kann sein, warte mal. Steigen wir doch mal auf. Irgendwie backt. Ach nee, ist falsche Motorrad. Sehe ich gerade. Was ist denn das? Hier. Kann sie mal ihren Sohn beim Zocken sehen hier? Also dann in der Form, wenn du das gezockt hast, ne? Mitgezockt hast oder so.
gesprochen? Das stimmt hier mal nicht. Ah, fuck! Ach scheiße, es ist das von dem Moment Video, muss ich ja noch gucken. Das habe ich ja noch nicht geguckt, ey. Kam ich auch noch nicht dazu. Oh! Bist ja auch gestorben. Oh, sind nur noch zwei Objekte auf einmal. Ich hab das Motorrad kaputt geschossen noch. Das andere da. Aber jetzt schießt er wieder einmal. Das war ich. Okay. Aber jetzt renne ich auch noch weg von der Stelle. Ein Auto war, glaube ich, noch. Das war oben. Ein Stückchen weiter oben. Da oben. Geradeaus. Ist schon seit 9 Tagen draußen. Ja, ich weiß. Ein Gegenstand noch hier. Ach, hier das Moped. Jetzt leck mich doch mal am Arsch hier. Moin. Grüße dich, herzlich willkommen. Hey Mensch, was geht denn da ab? Wo geht was ab? Niklas. Ich mache überhaupt gar kein Easter Egg, weil ich weiß nicht, was für welcher Typ oder welcher Kerl so einen Käse erzählt. Ich mache gerne meine ganz normalen Missionen nur, die halt hier sind von meinem momentanen Motorradclub. Flassers Gebiet. $35.000. Hä? Wieso kriegst du immer mehr? Weiß ich nicht. Ja, wenn der Gamer sagt, springt jetzt aus dem Fenster oder was, dann springt der auch aus dem Fenster oder was. Nur weil einer irgendwas behauptet, glaubt ihr das dann und glaubt den Käse dann, anstatt einfach mal reinzukommen und erstmal zu fragen oder was? Ey, echt? Ja. Immer wieder dasselbe Käse. Erstmal reinkommen und erstmal nachfragen, bevor er irgendeiner Person glaubt, die irgendeinen Käse erzählt. Wenn da jetzt, wenn irgendeiner erzählt, der Mond ist ein Quarkkuchen oder ihr kriegt morgen 3000 Euro geschenkt, glaubt ihr das dann auch oder was? Da bin ich dabei. Also, ich bin dabei, morgen 3000 Euro zu kriegen, die nehme ich von dir. Und nicht von mir. Ich sag dir's. Ja, also es geht mir einfach ums Prinzip, wenn einer irgendwas erzählt, dass dieser Käse geklappt wird. Ich weiß nicht, warum man so gutgläubig sein kann. Ja, und wenn, ey, du hast gesagt, dass du das mit den Tor machen tust. Erstens 10.000 Fehler in deiner Schreibweise drin, na gut, das ist erstmal das eine. So, und ich habe aber dir gestern schon 30 Mal erklärt, ich mache das, wenn ich der Meinung danach bin, wenn ich darauf Bock habe. Ich möchte jetzt erstmal hier Geld verdienen, ich möchte jetzt hier Missionen machen und nicht sinnlos irgendeinen Turm suchen. Verstehst du das? Außerdem habe ich dir gestern schon erklärt, ich weiß nicht mal mehr, wo der scheiß Turm ist. Weil ich Ewigkeiten kein GTA mehr gespielt habe und erstmal wieder langsam reinkommen muss. Zumal hast du dich gestern nicht danach geführt und hast dich nicht benommen von deiner Art und Weise her, wie du geschrieben hast, genauso wie du dich in deinen Kommentaren hier widerlegt hast, wo ich gesagt habe, nö, das hast du dir jetzt versaut, da fahr ich jetzt nicht mehr hin. So, und solltest du jetzt hier mit mir weiter rumdiskutieren, kriegst du wieder eine 300-Sekunden-Sperre. Denn darauf habe ich keine Lust, ich will mir hier nicht den Stream wegen irgendeiner Pappnase versauen lassen. Aber du hast gesagt, aber wenn ich jetzt sagen tue, du sollst in die Hosen scheißen, sagst du, schreibst du mir dann auch nachher, aber du hast gesagt, ich soll in die Hosen scheißen. Jetzt habe ich es gemacht. Wenn ich jetzt sage, du spring aus dem Fenster, klopfst du das auch oder was? Wenn ich jetzt sage, morgen geht die Welt unter, klopfst du das auch oder was? Mann, ey, Junge, Leute,
ey, echt. Ich weiß nicht, wie man... Ey, nee. Ich mache hier ganz normal meine Motorclub-Mission gerade einfach nur hier und will einfach ein bisschen ruhig zocken und mit euch ein bisschen labern und nicht immer so einen Käse reinziehen müssen. Gibt's hier drin ein Geldautomat? Ich muss Geld einzahlen. Ja, sorry, dachte nur. Ja, der echte Fuchs geht ja nicht an dich, sondern es geht einfach nur halt allgemein, ne? Weil es halt, ja, es ist ja nicht mal böse gemeint. Ich sage ja ganz einfach nur letztendlich meine Meinung. Er hat mich gestern gefragt, ob ich zu irgendeinem Turm gehen könnte, zu irgendeinem Leuchtturm. Da habe ich gesagt, mal gucken. So, ne? Mal gucken, wie ich Bock habe dazu. So, er hat sich aber nicht danach geführt. Also demzufolge habe ich dann gesagt, okay, habe ich jetzt keine Lust drauf, hier stundenlang den scheiß Turm zu suchen, wenn ich Mission mache. Ganz einfach. So, haben wir jetzt eigentlich wieder hier was in meinem Labor drin? Kann ich das Auto hier eigentlich einparken? 5000, okay. Nee, kann ich nicht. Aber ich merke schon wieder, dass hier Leute, Haufen Leute schon wieder ins Stream reinkommen. Wie seid denn ihr hier überhaupt auf den Kanal gekommen, wenn ich mal so blöd fragen darf? Für die Leute, die jetzt frisch sind und neu sind. Moin, was geht? Motorradclub-Mission machen. Weil ich gerade keine anderen Missionen gerade aktuell machen kann, weil ich jetzt hier gerade auf der Mission noch nichts frei habe, womit ich sagen kann, okay, ich könnte Bunker wenigstens machen oder so. Hier kann ich jetzt nur Motorradclub-Mission machen, bis ich halt das nötige Kleingeld habe, um halt den Rest zu machen. Rette die Kontaktperson. Na, Kenny, bist wenigstens nicht alleine in die Mission. Chatmensch. Hä? Hab halt Türme bauen. Ah ja. Genau. Also veräppeln kann ich mich alleine. Du hast Türme suchen eingegeben, genau, weil dann auch voll mein Stream kommt. Weil auch voll in meinem Stream steht, dass ich einen Turm baue. Genau. Also verscheißern kann ich mich alleine. Alter. Naja, ja, ist schon richtig. Weiß schon, was du meinst. Wir gehen mal jetzt einen Turm bauen. Ich baue gleich einen Turm, ja. Aber einen anderen Turm. Und das im Klo. Wenn ich einen Kackturm schön einen ablassen muss. Du bist früher losgefahren wie ich, gell? Aber ich überhol dich gleich. Wo bist du hin? Ja, bei Bremse ging nicht. Außerdem ist hier irgendwie... Ja, hier drinnen, denke ich mal. Finde den Zellenschlüssel. Im Polizeirevier, schon klar. Natürlich. Oh, ich bleib lieber mal hier. Die Tür ist offen. Welche Tür? Was meint ihr den Creator-Code? Ich habe keinen komischen Creator-Modus oder sonstigen Kram hier, um irgendwelche Sachen zu bauen. Warte mal, halt mal die Tür auf, nur die Tür aufhalten. Oh, da liegt Geld. Ach, du solltest mal die Tür aufhalten. Ich muss mal das Geld einsammeln. Ich kann ja damit Moped reinfahren und alle umrotzen. Oh. Das wird doch nicht. Ja, halt immer zu sehr rein. Mensch! Muss man halt alle umbringen da drinnen. Bringt halt nichts anderes.
Wenn Gamer euch jetzt erzählt, der Mond ist ein Quarkkuchen, klappt das wahrscheinlich auch alle, wa? Klappt doch nicht immer alles, was da irgendeiner erzählt. Wenn, dann kommt wenigstens rein und fragt erstmal und stellt wenigstens eine Frage und nicht irgendwas anderes hier. Ich habe einen Zellenschlüssel, glaube ich, oder? Erstens hast du mir nicht zu erzählen, wann ich was wie hier gleich mache. Zweitens gibt es ja kein Easter Egg. Und drittens, wenn du schon meinen Namen schreibst, dann musst du wenigstens auch meinen Namen richtig schreiben, ne? So, und ich wüsste nicht, was du mir zu bestimmen hast, wann ich wie wo hier wohin hin und her fahre. So, und geht das jetzt nicht in deinen Kopf rein, kriegst du gleich von mir eine permanente Sperre. Ich habe langsam die Schnauze voll, dir alles 30 Mal zu erzählen. Ja, womit mal jetzt hin? Hoch, runter? Weil die Zellen sind eigentlich schon unten, ne? Eigentlich ja. Ich geh mal unten gucken. Kann aber auch sein, dass du... Warte mal. Die Tür hier unten ist zu. Komplett? Ja, warte mal. Gibt es da noch irgendwo klappen andere? Oh ja, ich geh erstmal. Ich geh erstmal im Polizeirevier im Internet surfen. Warte mal, hier war klappt noch was. Hier ging es klappt noch lang. Hier. Hier. Ja. Jetzt sucht euch schon wieder. Hier. Wo denn? Hier. Hinter dir. Wo denn? Ach da. Schreit er mir ins Headset, Adam. Mir fliegt gleich Löffel fort. Die Tür ist dazu. Ich mach das, was ich für richtig halte. Und ich weiß nicht, was euch hier einfällt, mir hier zu erzählen. Mit euren scheiß Turm. Entweder ihr kapiert jetzt, dass ich jetzt hier meine Mission mache, oder ihr verlasst den Stream ganz einfach. Was ich hier für ein Content liefere, das ist ja wohl meine Entscheidung, oder? Und nicht, was ihr hier so mehr sagt. Entweder ihr kapiert jetzt, dass ich hier keinen Turm zeige, geschweige denn einfach ihr nur chillig zocken will, oder ihr verlasst den Stream jetzt einfach. Ich habe jetzt die Schnauze voll hier. Ich höre mir jetzt hier nicht euer dummes Geblubber an, von wegen hier, geht zum Turm. Das ist meine Entscheidung, was ich hier mache, was ich hier zeige und was ich hier nicht mache. Und ihr versteht das oder lasst es bleiben. Langsam werde ich hier sauer, Junge. Langsam werde ich sauer. Warum man sich immer alles 30 Mal wiederholen muss. Wenn ich da mal eine Frage stelle, schreibt keiner rein. Wenn ich einfach nur zocken will und will meinen Spaß haben, kommt irgendwelche Leute rein. Geh mal dahin. Du hast dir den Arsch so abzuputzen, du hast dir den Hintern so abzuputzen. Nein, mach das aber so. Nee, aber die Kimme wird so abgeputzt. Junge, ey, echt. Ja, was macht der Typ jetzt? Ja, da rennt mir, glaube ich, hinterher. Dann nimm du das Auto. Ich habe gerade meinen bestellt. Der steht hinter dir. Alter, der ist ein Stückchen schneller. Ich komme nicht rein. Bin nur Beifahrer. Hä? Ich habe dir dein Auto gebracht. Nein, ich war irgendwann mal, hat mir irgendwann mal vor 2 oder 3 Jahren mal auf der PlayStation oder auf der PS4-Version irgendwas mal hatten wir Munition bei so einem dämischen Turm. Und da hat mir einer erzählt, dass es da um irgendeine gewisse Uhrzeit angeblich einen Geist geben soll, soweit wie ich jetzt das erinnern soll. Aber den Käse glaube ich irgendwie nicht. So, ich habe auch leider den Stream nicht mehr, von daher können wir das Ganze nicht mehr, oder habe ich den, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, muss auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her sein. So, demzufolge kann ich es auch nicht mehr beurteilen, so, und das ist einfach ganz einfach schlussfolgend das Ganze. So, ich habe gestern schon ein paar Mal gesagt gehabt, ich habe lange kein GTR mehr gespielt, demzufolge wisst ihr auch jetzt nicht mehr, wo der Scheiß ist, weil ich, was ist denn das her, warte mal, ich habe glaube auf der PS4 zuletzt vor einem Jahr gespielt oder so.
So, und der Stream, den ich da irgendwann mal gemacht habe, weil es gibt immer auch so Kandidaten, die erzählen einem was und ob das dann immer so stimmt, weiß man dann immer nicht so richtig, ne? So, und da habe ich mir meine eigene Meinung gebildet und war zwar nur dort gewesen, auch nur wegen der blöden Mission, weil die Mission dort geendet ist und dann musste ich von dort aus zurückfahren. So, bringen wir mal den Typen jetzt erstmal hier weg. Macht erstmal den Like-Button hier voll. Ihr verlangt hier ständig irgendwelche Turmsachen hier, keine Ahnung was. Kommt ins Stream rein, oh, was ist denn mit dem Turm, was ist denn mit dem Turm? Aber geliked habt ihr nicht, geschweige denn irgendwie mal ein Abo unterlassen, geschweige denn sonst irgendwas. Aber irgendwelche Ansprüche stellen. Das sind wir die Richtigen. Ich gehe jetzt auch demnächst mal in die Kaufhalle und sage hier, ihr gebt mir jetzt einen Einkauf, aber bezahlen tue ich nicht. Mach ich auch so mal. Mann, Mann, Mann. Bitte fahren Sie 20 Meter links ab. Dann kommen Sie über die Brücke und 50 Meter rechts abbiegen. Gut, deinen Daumen nach unten kriegst du jetzt auch. Nutzer vom Kanal ausblenden. Bye bye. So einen Käse habe ich keinen Bock. Entweder man versteht jetzt das, was ich sage, oder man lässt es bleiben. Kenny, ist ja auch noch da, oder? Kannst du auch mal was dazu erzählen? Ist ja schließlich Motte, Kollege Günther, Schnürschuh. Kannst du ja wieder nicht, okay? Hm? Ich wollte gerade das Auto schnell ganz machen, kann ich erst, wenn die Mission fertig ist. Ja, bin gleich da. 800 Meter noch. Weiß ich. Ich verstehe es nicht. Du hast immer mehr Geld wie ich. Ich habe jetzt 465.000. Knapp 500.000. Ich glaube, ich kann ab 700.000. Ich glaube, 700.000 konnte ich mir, glaube mein erstes Gebäude kaufen. Also Kokain oder so. So, warte mal. Was haben wir denn jetzt hier? So, fahren wir wieder mal zum Motorradclub. Scheiße, ich muss ja die Aufnahme noch beenden.